Moin Moin Ziegkrautsfreunde, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Runde Let's Play. Heute schauen wir uns die Zieten an, Tier 8 Schlachtschiff des neuen deutschen Schlachtschiffbaumes oder nennen wir sie Schlachtkreuzer, je nachdem wie ihr das mögt. Eingesandt hat uns die Runde Captain Knoppers, also wer die Werbung von früher noch kennt, morgens halb 10 in Deutschland, ihr wisst, erstmal ein Knoppers. Ja, vielen Dank für deine Einsendung und wenn auch ihr eine tolle Runde habt, dann gerne replay.ziegkrauts.de aufrufen, euer Replay hochladen, Screenshots nicht vergessen und dann seid ihr hier vielleicht bei YouTube mal zu sehen. Ja, und was wir uns zunächst erstmal ansehen, ist seine Kapitänskillung und seine Verbesserung, die er hier bei der Zieten gewählt hat. Ja, und was sehen wir? Wir haben hier den Günther Lütjens schon drauf. Den hat er sich von den großen Kurfürsten erstmal hier rübergezogen. 21 Punkte konnte er hier schon vergeben, also maximale Punktzahl haben wir drauf. Und wir sehen eine klassische Sekundärskillung, wie wir hier unschwer erkennen können. Bei einer Verbesserung hätte ich mir vielleicht noch in Slot 4 gewünscht, den Schadensbegrenzungssystem Modifikation 2 hätte uns nochmal 15% Verbesserung bei der Brandbekämpfung und Reparaturdauer des Wassereinbruchs gebracht. Ja, einfach ein bisschen mehr Überleben vielleicht noch an der Stelle. Aber gut, er hat sich hier entschieden für Antriebsmodifikation 1 und wie gesagt, ansonsten beim Kapitän haben wir im Slot 1 drinne den Sprengmeister, da pusht er nochmal ein bisschen seine Sprenggranaten, das bringt nochmal 1% oben drauf. Dann Slot 2 läuft wie geschmiert, da haben wir den Bonus des Günther Lütjens mit drauf. Ansonsten im dritten Slot Langstreckengranaten für die Reichweite der Sekundärbatterie, Adrenalinrausch und im vierten Slot manuelle Zielerfassung, Nahkampf und den Tarnungsmeister. Ja, er ist hier solo unterwegs, also ohne Division, Flugzeugträger, Match, hier T6 Flugzeugträger, also nicht die größte Bedrohung. Da wollen wir mal gucken, ob er ein bisschen attackiert wird, was wir hier mit der Zieten vielleicht runterschießen können. Des Weiteren haben wir hier 5 Schlachtschiffe, da ist er Top-Tier, also Tier 6 bis Tier 8 Match hier an der Stelle. 3 Kreuzer, 2 Zerstörer und ein U-Boot haben wir hier mit drin, auch Tierstufe 6. Ja, und dann mal gucken, wie wir hier mit der Zieten so umgehen können. Das ist ja noch alles ein bisschen Neuland für uns. Das ist hier in der 0-10-10 gefahren, also noch im Vorabzugang. Bald kommen die deutschen Schlachtkreuzer, Schlachtschiffe für alle. Ja, das ist frei zum Erforschen. So, jetzt haben wir erstmal eine Kiew da und da können wir gleich schon mal mit unserer Sekundär drauf wirken. Gut wäre es, wenn die Mayhem das aufdecken würde. Steht hier beim Smoke drin. Kiew hier als Gun-Idee. Torps sind da nicht ganz so super gefährlich, zumindest wenn wir nicht zu dicht rankommen. Aber die kommt uns jetzt schon verdammt nahe. Hydro hat er jetzt gerade gezündet. Ganz wichtig natürlich, um gegnerische Schiffe hier aufzudecken. Kiew dadurch hier die ganze Zeit offen. Kein Problem. Und er geht hier auch gleich als erstes raus. Also ist hier deutlich zu offensiv unterwegs gewesen. So, da haben wir schon mal den ersten Drop-Nahkampfexperte hier raus. Aber die Kiew hat es trotzdem geschafft, unsere Mayhem hier rauszunehmen. Bisschen unglücklich natürlich, dass wir den gleich den ersten Zerstörer hier vorne verlieren. Ja, unser Auge, was wir hier gut hätten gebrauchen können vor uns, ist demnach auch schon hier raus. Ja, was sehen wir hier bei uns? Da haben wir noch eine Bismarck an unserer Seite und eine Lagationär. Da ist der Gegner doch ein bisschen besser aufgestellt. Mal gucken, ob wir hier vielleicht den C-Cup aber trotzdem gleich holen können. Die Smoke vielleicht noch kurz ausnutzen, wobei die gleich ausläuft. Also da werden wir nicht mehr viel Nutzen von haben. Aber zumindest haben wir keinen Schaden davon getragen und wir konnten hier den ersten Zerstörer rausnehmen. Ja, unsere Sekundärartillerie schießt hier auf maximal 11,49 Kilometer, also da sind wir eigentlich ganz gut dabei. Mal gucken, die werden wir hier auf jeden Fall noch in Action erleben, das kann ich euch schon mal versprechen. Ja, sonst hätten wir diese Skillung ja hier nicht zeigen brauchen. Dementsprechend seid gespannt drauf, was er hier mit der Zieten hier noch so fabriziert. So, da hinten kommt eine Gneisenau rein. Wir stehen jetzt hier doppelt erstmal eine Cap drinne. Vielleicht so lange zubleiben wie möglich, aber ich schätze mal, die Gneisenau resettet gleich. Die Bismarck genauso ist es auch gerade passiert. Da hinten kommt noch eine Surrey Room. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir hier nicht gleich in Kreuzfeuer reinkommen. Da sehen wir auch, das U-Boot kommt auf uns zugefahren. Ja, und das ist natürlich eine heikle Situation hier. Vielleicht erstmal genau stehen bleiben. Sorry, erstmal beschießen, da das Fokusfeuer drauf. Den erstmal runternehmen, dass der keiner an die Flanke reinkommt. Sonst haben wir immer das Problem, dass von vorne einer auf uns schießen kann. Ja, oder vielleicht noch so ein U-Boot auf uns wirken kann. Und von der Seite kriegen wir auch mal einen Beschuss. Erstmal auf einen Gegner am besten, deswegen fokussieren. Gerade hier als Schlachtschiff haben wir da die ganz gute Möglichkeit, die Sabi herauszunehmen. Sekundärartillerie kann drauf wirken, ist natürlich jetzt fast maximale Reichweite. Da müssen wir mal gucken, ob da wirklich bei Treffer rumkommen und ob diese Treffer dann natürlich auch Schaden machen. So, Bismarck fährt aber weiter vor, fährt jetzt gleich raus aus dem Cap. Gut wäre, wenn wir den Cap jetzt noch schnell erobern würden, bevor er rausfährt. So, Brand drauf. APA natürlich geladen, der Brand kam jetzt durch unsere Sekundärartillerie. Genau, und den Cap konnten wir erstmal holen, das war schon mal wichtig gewesen, weil in der Mitte haben wir gleich auch noch einen Cap. Da haben wir auch noch einen Kreuzer drin zu stehen. So, der nächste Brand ist drauf. Also wir sehen schon, wir leben hier natürlich auch deutlich von den Brennen der Sekundärartillerie. Sorry kann sich da an der Stelle wahrscheinlich jetzt gleich nicht mehr retten.
Vielleicht hat er noch Glück, dass er in den Berg kommt. So, und der nächste brennt das da drauf. Also die brennenden Droppen auf jeden Fall schon mal ganz gut. Da ist RNG auf unserer Seite. So, da war ein Zita-Treffer dabei und da ist die Surrey an der Stelle raus. Das war schon mal wichtig gewesen. So, mal gucken, was er jetzt vorhat. Jetzt fährt er hier auf jeden Fall raus. Bayer Massachusetts da vorne. Massachusetts könnte ja natürlich auch auf sekundär ausgerüstet sein. So, und da waren wir angepinkt jetzt gerade vom U-Boot. Das dürfen wir natürlich auch nicht vergessen. Da müssen wir gleich gucken, dass uns das U-Boot hier nicht noch mit Torpedos von der Seite behakt. Genau, und da kommen auch schon die ersten Torpedos. Genau, frontal auf uns zu. Jetzt gilt es schnell rumzulenken, um vielleicht nicht alle mitzunehmen. Aber da kriegen wir direkt beide vorne auf die Nase drauf. Hat uns knapp 8000 Punkte jetzt gekostet. So, aber jetzt schnell die Insel hier ausnutzen als Schutz. Damit nicht alle auf uns schießen. Ganz wichtig natürlich mal, dass wir dieses Fokusfeuer nicht drauf kriegen. Ja, und das ist natürlich auch eine Besonderheit, wie wir hier umgehen müssen. Also da müsst ihr euch ganz genau positionieren mit der Zeiten. Ihr seht schon, oh, an der Stelle sind es gerade drei Schiffe schlagartig von uns rausgegangen. Ja, die Turmanordnung wollte ich gerade drauf zu sprechen kommen. Wir haben hier drei Zwillingstürme drauf. 406 mm verschießen wir hier. Aber ihr seht schon, die Turmanordnung ist so, dass wir nur einen Turm vorne haben und zwei Türme hinten haben. Das ist natürlich eine Besonderheit. Dementsprechend, ja, müsst ihr euch so positionieren, dass ihr im Optimalfall alle Türme ans Wirken kriegt. Oder ihr bringt euch in so eine Art Kite-Position, so wie er jetzt gerade, und ja, fahrt, könnt vom Gegner wegfahren und könnt die beiden hinteren Türme zum Wirken bringen. Mal gucken, ob er das jetzt auch gleich so macht, wie ich mir denken könnte. Nichtsdestotrotz kann man natürlich auch mal so ansehen, wie dann die, ja, Turmwinkelung ist, ob wir hier einen guten Winkel reinkriegen und trotzdem alle Türme zum Wirken bekommen, ohne dass wir zu sehr Breitseite zeigen müssen. Da erstmal auf jeden Fall die Flieger raus, um hier das U-Boot zu bekämpfen. So, der nächste Sonarping, den haben wir schon vom U-Boot und da werden wir gleichzeitig noch vom Flugzeugträger jetzt attackiert. So, da war noch immer Treffer schön dabei gewesen, Richtung des U-Bootes. Konnten wir jetzt nicht sehen, wie viel wir da jetzt genau abgezogen haben. Sekundärartillerie schießt jetzt wieder auf den Massachusetts, da brennt es schon mal drauf. Zwei brennen hintereinander und die Torpedos hat er jetzt rausgeschmissen. Genau, ihr habt richtig gesehen und gehört, wir haben hier zwei Fehlingswerfer drauf. Ja, auch natürlich eine Besonderheit bei so einem Schlachtschiff. Reichweite sind 12 Kilometer, also da könnt ihr den ein oder anderen Gegner auf jeden Fall mal mit überraschen. Einfach mal spontan auch Torpedos reinschmeißen. Nachladezeit hier beträgt 110 Sekunden, also knappe 2 Minuten. 50 Knoten sind diese ganzen schnell oder langsam, je nachdem, das kann man jetzt natürlich so oder so sehen. Auf 1,2 Kilometer gehen sie auf, also die werden durchaus den einen oder anderen Überraschungseffekt auf den Gegner haben. Den hat das vielleicht auch die gleichige Neisenau. Ah, okay, 7500 knapp. Okay, das war jetzt nicht gerade die Erfüllung, die wir uns hier gerade erhofft haben. Der stand sicherlich schön Breitseite. Aber da hatten wir jetzt leider nicht das Glück auf unserer Seite gehabt. Ja, und jetzt auf jeden Fall ist er hier mutig. Will auf jeden Fall hier die Seite versuchen zu halten. Wir haben hier nur noch eine Fuso jetzt hier an unserer Seite. Also deutlich eine Unterzahl jetzt hier gerade. Muss man natürlich aufpassen, gut abwägen hier die Situation, ob wir da jetzt nicht zu offensiv unterwegs sind. Da habt ihr schon gerade gesehen, da war ein Torpedotreffer bei gewesen, mit Wassereinbruch sogar. Und tickt es um, genau, es tickt um, also der Wassereinbruch, der läuft auf jeden Fall weiter. Die Flutung entsprechend auf die Massachusetts da oben drauf und hat ja vorhin schon die Brände gehabt, deswegen wird das wahrscheinlich jetzt nicht löschen können. So, schöner Treffer da nochmal drauf, auch aufs U-Boot. Ja, hier ist Multitasking jetzt gerade angesagt, ganz viel, ja, Möglichkeiten jetzt hier auf Gegner zu schießen und ja, da muss man natürlich die Kontrolle jetzt versuchen zu behalten. Hier auch noch ein Torpedo ausweichen, gleichzeitig das U-Boot da bekämpfen und die Massachusetts beschießen und nicht Gefahr laufen, da irgendwo zu nah ranzukommen an den Gegner. Wobei jetzt das U-Boot rausgegangen ist, ganz schon mal ganz wichtig, dass wir hier vorne jetzt nicht den kleinen Beschuss kriegen. Massachusetts dreht es Breitseite auf uns. Ja, mal gucken, da war noch nicht voll Breitseite gewesen, deswegen nur zwei Treffer, wobei nur ein Pen dabei war. So, andere Seite schnell die Torpedos wieder raus. Also ihr seht schon, es geht hier Schlag auf Schlag. Ja, es ist wirklich hier gefragt, ganz, ja, gute Map-Awareness hier zu bewahren, auf die Map zu gucken, wo sind die Gegner, wen muss man hier zuerst bekämpfen und gleichzeitig alle Waffen hier einzusetzen. So, aufpassen, dass uns jetzt die Massachusetts nicht rammt, das wäre jetzt hier unglücklich. So, nächster Brand drauf, da hat er nach rechts und jetzt immer links gelenkt, weil er gesehen hat, Massachusetts zieht da hinten rein. Der ist nicht ganz so wendig wie wir an der Stelle. So, dann haben wir jetzt gleich die Breitseite, die wir brauchen. So, und da ist die Massachusetts raus. Hat er gut gemacht, also gutes Wendemanöver hier auf jeden Fall. Ja, da hat er gut reagiert. 15,3 Sekunden ist hier unsere Ruderstellzeit an der Stelle und 820 Meter unser Wenderadius, den wir hier brauchen. Haben natürlich ein paar Punkte verloren, aber ja, wenn wir uns die Situation am Anfang nochmal zurückdenken, dann haben wir ja gesehen, deutlich in Unterzahl waren wir hier gewesen. Unsere anderen Schiffe auf der Seite haben wir hier verloren, aber der Gegner hat halt auch richtig gelitten. Wir konnten den Cap hier ja für uns behalten und gleichzeitig hat er hier geschafft, drei Schiffe rauszunehmen, um 145.000 Schaden an der Stelle zu machen. So, und jetzt wird es eng hier gegen die Gneisenau. Unsere Türme sind zum Glück drauf, aber das war nicht viel Schaden gewesen. Trotzdem an der Stelle Großkaliber und Unterstützer gedroppt und jetzt ist auch gleich die Secondary drauf. Auf der anderen Seite haben wir hier unseren
Torpedowerfer zum Glück wieder bereit. Gneisenau hat ihren schon rausgeschmissen, aber Gneisenau ist auch schnell. Da müssen wir gucken, dass wir die Torpedos auch gut unterbringen. Nicht, dass er da jetzt gleich nach rechts abdreht. Genau so macht das jetzt nämlich gerade auch. Und nicht in unsere Torpedos reinfährt. Da hat er es natürlich jetzt auch gesehen, dass die Torpedos rauskommen. Also ihr seht schon, wenn das Schiff vorne wegfährt, genau, da kommen natürlich die anderen Torpedos. Aber das hat er jetzt auch rechtzeitig gesehen. Dementsprechend Packsituation, ja, keiner nimmt die generischen Torpedos mit. Und sie sind aber auch gleich wieder hoffentlich nachgeladen auf der anderen Seite. Genau, da sind sie auch schon nachgeladen, nicht ganz so weit vorgehalten. So, und da kommen auch jetzt dort die nächsten Torpedos. Ich glaube, das war vom Flugzeugträger jetzt gewesen, der uns hier angeflogen hat. So, da sind sie nochmal draußen. Mal gucken, Gneisenau ist natürlich schnell. Mal sehen, ob das denn zu Treffern jetzt hier führt. Von den Punkten her sind wir jetzt ein bisschen hier im Vorteil. Ne, und die Gneisenau entzieht sich auch diesen Torpedos, fährt da einfach weg. Ja, und jetzt meine ich halt, jetzt haben wir halt den schlechteren Winkel hier von den Türmen. Können jetzt nur mit den einen Turm von vorne arbeiten, um nicht zu viel Breitseite zu zeigen. Ist aber ganz wichtig natürlich, dass wir an der Stelle nicht zu sehr viel von unserem Leben verlieren und lieber die Gneisenau hier langsam runterfokussen mit unserer Sekundärbatterie, die jetzt auch gerade schon Brand gelegt hat. Ich glaube, da ist der zweite drauf, da brennt es doppelt. Jetzt haben wir nochmal 5000, über 5000 Punkte durch die Nase kassiert. Da ist auch die Weser offen. Ja, jetzt könnten wir uns hier die Ziele quasi aussuchen. Entscheidet sich jetzt für den Flugzeugträger. Ja, ich habe vielleicht erst die Gneisenau runtergezogen, damit er drauf geht, aber er entscheidet sich dafür, die Weser zu beschießen. Die Secondary soll die Gneisenau übernehmen an der Stelle. Der Doppelbrand, der jetzt gerade hier drauf war, ist zum Glück ausgelaufen. Reparieren, ja, ihr seht schon, wir haben unten nur viermal das Schadensbegrenzungsteam. Das ist auch eine Besonderheit hier drauf, also ihr müsst es ganz genau dosieren hier, wann ihr das Ganze einsetzt. So, Gneisenau, jetzt musst du mal rausgehen, genau an der Stelle, vierter Kill hier, wunderbar. Das war wichtig gewesen, um mir vielleicht noch kurz zu überleben, aber ihr seht schon, in der Zeit haben wir ja unsere Reparaturmannschaften komplett aufgebraucht. Ja, die brauchen wir ja auch an der Stelle. Puh, auf jeden Fall sehr, sehr spannend hier, aber auch ein schnelles Gefecht gefühlt. 12 Minuten sind trotzdem schon vergangen. Flugzeugträger fliegt uns an der Stelle nochmal an, hat er jetzt nicht mehr große Probleme sicherlich. 2300 Punkte stehen wir uns nur noch auf dem Konto drauf. Ich denke mal, der Flugzeugträger hat hier jetzt gleich die Möglichkeit, uns zu erledigen. Vielleicht können wir ihn auf die Pensacola gleich absetzen. Na, schade. Erledigt unsere Lagerszenär. Da hätten wir den Kraken vielleicht noch mitnehmen können, aber die Weser wäre jetzt noch als Möglichkeit, wobei er da hinten hinter der Insel fährt. Kommt jetzt nochmal mit Torpedos auf uns angeflogen. Torpedobomber natürlich. Die sind jetzt auch im Wasser. Und da wird es jetzt schwierig, den auszuweichen. Genau, da nimmt er den auch mit. Ja, sei es drum. Trotzdem sehr, sehr gutes Gefecht. Hat mir richtig gut gefallen. War auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Runde hier an der Stelle gewesen. Ihr seht schon, um 4 Kills hat er mitgenommen und 217.000 Schaden 17 Mal in Brand gesteckt. Und wenn ich mich jetzt nicht täusche, war das immer unsere Sekundärartillerie gewesen. Ihr habt da vielleicht noch ein bisschen besser aufgepasst, aber ich glaube, er hatte immer nur AP geladen gehabt. Ja, und das ist natürlich schon eine immense Anzahl. Wenn wir sehen, 494 Sekundärtreffer und in der Zwischenzeit noch 34 Flugzeuge runtergeholt. Ja, also das auch noch nebenbei mit erledigt. Also das war hier auf jeden Fall eine richtig, richtig spannende Runde gewesen. Puh, jetzt können wir einmal ganz kurz durchatmen. Ich denke, diese Runde ist auf jeden Fall gewonnen. Nur noch die Weser ist hier an der Stelle übrig. Ja, Fazit von der Runde. Eigentlich hat er alles eingebracht, was hier einzubringen ist. Und vor allem, was mir richtig gut gefallen ist, ist seine Map-Übersicht. Ja, natürlich war er an manchen Stellen vielleicht auch offensiv unterwegs gewesen, aber das hat an der Stelle so gut gepasst. Also er hat es wirklich gut abgewogen, muss man auch wiederum sagen. Natürlich hätte er auch das Schiff verlieren können, wenn er vielleicht mehr im Fokus vorher vom Gegner gewesen wäre. Gerade dadurch, dass er hier nicht auf Überleben geskillt ist. Aber trotzdem, das war jetzt gerade trotzdem ausschlaggebend gewesen, dass sein Mut hier auch belohnt worden ist und wir diese C-Seite die ganze Zeit halten konnten und der Gegner dadurch nicht die Möglichkeit hatte, ja, mit seinen Schiffen denn nach unten zu pushen. Schreibt mir das auch gerne in die Kommentare rein, wie ihr diese Runde so fandet, was ihr vielleicht anders gemacht hättet oder was ihr vielleicht auch gut fandet in dieser Runde, weil ich denke mal, hier war auf jeden Fall einiges dabei gewesen, was sehr, sehr gut gewesen ist. Aber natürlich auch gerne Meinung zu den Skillungen der neuen deutschen Schlachtschiffe. Werdet ihr diese auch auf Sekundär fahren oder habt ihr da vielleicht einen Kompromiss gefunden, wo ihr auch Richtung Überleben geht? Das würde mich natürlich auch und den anderen natürlich diese Videos hier gucken und auch kommentieren brennend interessieren. Ja, dann bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank für euer Zuschauen. Ich hoffe, diese Runde hat euch Spaß gemacht. Wenn ihr so ist, auf jeden Fall gerne auch einen Daumen nach oben da lassen. Und für alle, die den Kanal noch nicht abonniert haben, ganz wichtig, Kanal abonnieren und die Glocke drücken. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß gehabt. Für euch hier nochmal die Screenshots zum Ende. Ich bedanke mich nochmal und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Let's Play bei euch auf dem Zielcodes-Kanal. Danke fürs Zuschauen, macht es gut.